Hallihallo liebe Leute, und heute bereisen wir das hohe Gras in Pokémon Smaragd im Randomizer. Nachdem ich euch wieder viele Tage habe warten lassen, bis ein neuer Part kommt. Aber jetzt wollen wir noch mal sehen, was hier in diesem hohen Gras noch alles ist. Na, als erstes kommt uns ein Flummel entgegen. Ja, dass ich euch jetzt wieder ein paar Tage keine Videos spendiert habe, hat mehrere Gründe gehabt jetzt. Es regnet. Hier scheint die Sonne. Das ist falsch. Das Spiel lügt. Ja, wie dem auch sei, wie gesagt, es gibt ein paar Gründe, dass jetzt wieder keine Videos kamen. Zum einen, ja, fehlte mir in der letzten Woche ein bisschen die Motivation, was aufzunehmen. Ich hatte zwar letzte Woche Donnerstag wieder fast vorgehabt aufzunehmen, allerdings wäre ich wieder angerufen. Ja, kam dann, wie auch immer ich das geschafft habe, hat mich eine Erkältung eingeholt. Ja, im Frühling, wo es warm wird, kriege ich eine Erkältung, wie auch immer ich das geschafft habe, ich weiß es nicht. Es ist mir echt ein Rätsel, aber dazu gleich. Trittst du einen Schritt vor, treten wir auch einen Schritt vor. Drehst du dich nach rechts, drehen wir uns auch nach rechts. Und drehst du dich nach links, geht's nach links und nach vorne, ja, kennen wir. Okay, dann zeig mal, was du hast. Ja, diese Erkältung hat jetzt allerdings auch ein paar Tage angehalten. Naja, ein bisschen habe ich sie immer noch, also wundert euch nicht, wenn ich mich jetzt ein bisschen komisch anhöre. Aber die ist, ja, weitestgehend wieder weg, also nicht mehr so schlimm, wie sie wirklich, ja, am Donnerstag und am Freitag war. Ich dachte, ich sterbe an den Tagen. Aber gut, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Trotzdem, jetzt geht mir wieder einigermaßen besser, deswegen mache ich auch nicht mal wieder Aufnahmen, weil ich habe euch echt lang genug warten lassen. Vor allem, ich habe momentan Urlaub. Und da ist es eigentlich am einfachsten, Aufnahmen zu machen. Aber wie gesagt, mir fehlt auch teilweise die Motivation. Und ihr müsst ja auch sagen, bei dem schönen Wetter, da will man auch lieber draußen was machen, als irgendwie Aufnahmen machen oder so. Ja, mitunter, okay, Reggie Eis, sowas könnte ich auch gerade gebrauchen zum Essen. Nein, ich will nicht wechseln. Ich habe ja gesagt, ich werde erstmal die Pokémon hochleveln. Auch wenn es natürlich jetzt nicht die beste Wahl ist, Calimera vorne zu lassen, wenn das wie jetzt mit Explosion gleich ankommt. Calimera kann ja noch nicht fliegen. Egal, Triplette. So, schauen wir mal. Ja, gut, die Hälfte. Ich glaube, das tut weh, oder? Ja, das... Aber okay, 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 okay. Calimera, du überlebst das, du überlebst das. Die Initiative sinkt zwar, aber davon lassen wir uns jetzt nicht beeindrucken. Du bist nämlich doch schnell genug, okay. Und wenn das jetzt Reggie Eis nicht erledigt, dann schrei ich. Okay, es reicht. Gut. Problem gelöst. Problem gelöst. Psyana, da muss ich jetzt wechseln. Das überlebt Calimera nicht mehr. Alex Killer, das machst du mit Einschlag. Wir lassen das Psyana jetzt richtig alt aussehen. So, ja, wie gesagt, bei dem Wetter, da hatte ich jetzt momentan auch nicht groß die Lust, wirklich noch was aufzunehmen, weil ich meine, ich habe so ein Glück, dass ich jetzt wirklich meinen Urlaub das beste Wetter überhaupt kriege. Ein einziger Tag, der jetzt nicht wirklich der beste von allen war. Aber trotzdem, die anderen Tage, alle wunderbar sonnig, warm und top. Das ist das perfekte Wetter zum Grillen, zum Ausgehen, zum Schwimmen gehen, zum allem. Nachdem wir ja wirklich in der letzten Aprilwoche ja so ein bescheidenes Wetter noch hatten, in der Woche muss ich noch arbeiten und hab mir nur gedacht, wenigstens hoffe ich, dass dann wirklich bald schönes Wetter kommt und ja, ich hatte wirklich Glück. Und warum machst du jetzt schneller? Das ich sollte wirklich gerade mehr aufpassen, merke ich gerade. Okay, Adventure Holmes, mach du das. So gehen mir jetzt gerade die Pokémon nach und nach aus und ich kann nichts zu mir beleben. Ich sollte wirklich gewaltig aufpassen, gerade so. Du beißt jetzt. Beißt dieses Psyana richtig in den Hintern. So, Problem gelöst. Ach, schrecklich. Endlich können wir weiter. Aber wenn du gewinnst, verliere ich. Ja, Blitzmerker. Wer hätte das gedacht? So, erstmal heil, bevor ich einen Schritt weitergehe. Ich habe nämlich schon zwei K.O.-Pokémon, das reicht mir gerade. Okay, das war das Falsche. So, Calimera wird erstmal geheilt. 60 von 74 lasse ich erstmal so. Igel wird geheilt. Und dann würde ich sagen, lasse ich das erstmal so. Ich habe wirklich nichts zum Wiederbeleben. Ich habe noch nicht mal Sonderbonbons. Ich habe nichts. Ich bin wirklich bescheiden ausgestattet.
Trotzdem, davon lassen wir uns jetzt nicht in die Irre führen. Wir wollen schließlich... Moment. Okay, den Kampf wollte ich nicht. Ich wollte den Trainer da ansprechen. Ein Pfiffchen, okay. Ich würde mal sagen, Vorsicht bissig, aber... Ja, es regnet. Bin ja froh, dass das nur ein Spiel ist und nicht hier gerade in Wirklichkeit. Warum wollte ich jetzt gerade Steilflüge einsetzen? Ich weiß auch gerade nicht. Ich bin gerade wieder ein bisschen durcheinander. Fängt ja gut an. So, Triplette. Ich merke gerade, das kann ich auch nicht mal besonders häufig einsetzen. Also wirklich weit kommen wir damit nicht. So. Aber eins muss ich auch noch sagen. In meiner kurzen Zeit des Krankseins. Hey, geschafft. Du hast mich gefunden. Oder wolltest du mir ausweichen? Nein, ich habe dich gefunden. Habe ich sogar geschafft, Golden Sun mal endlich fertig durchzuspielen. Komplett. Mit der vergessenen Epoche. Das habe ich schon länger so noch nicht beendet gehabt. Und ja, während des Durchzockens muss ich sagen, das Spiel hat mich sehr begeistert und so. Also schon vornherein. Im Februar habe ich den ersten Teil quasi beendet. Jetzt im Mai habe ich die vergessene Epoche endlich abgeschlossen. Bin momentan bei Die dunkle Dämmerung, also für DS, dran. Ich muss sagen, die Spiele machen wirklich Bock und ich bin momentan wirklich am Überlegen, ob ich vielleicht Golden Sun als Let's Play machen soll. Es ist bekloppt, ja. Aber das Spiel ist wirklich klasse und es hat mir richtig Bock gemacht. Und es kam mir auch so die Idee, das als Let's Play zu machen. Und da kamen mir auch gewisse andere Ideen, die ich während des Let's Plays machen könnte. Sprich beispielsweise, wenn ich es als Let's Play machen sollte. Wie gesagt, ich bin noch am Überlegen, ob ich es mache. Dann werde ich auf jeden Fall das Ganze so handhaben, dass ich die Truppe, also die Mitglieder der Truppe, die man da bekommt. Man kann die ja umbenennen, wie ihr hoffentlich wisst. Dass ich die nach, ja, den Zuschauern benennen werde. Also sprich, ihr könnt euch dort als Namen verewigen. Aber wie gesagt, es steht noch aus. Ich habe sowieso noch eine andere Idee, die mir in den Kopf schwirrt. Aber das kommt in einem bald kommenden Infovideo die Tage. Also da werde ich dann alles genauer erklären und so, wie ich was überlegt habe und so, was mir da in den Kopf gekommen ist. Also es hat was Gutes, dass ich krank wurde. Sagen wir es mal so. Hui, was für ein großartiger Kampf. Yeah, und danke fürs Geld. So. Das Blöde ist nur, ich kann hier noch nicht mal rennen. Lucky Punch. Ich hab mal wieder... Moment. Was war es nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Schon einige Tage jetzt her mit dem Aufnehmen, deswegen. Wo ist er denn? Da haben wir ihn. Okay, ja. Das kann ich wieder wegschmeißen, verkaufen, sonst was. Ich habe ja keinen Scharnierer und will es auch nicht. Also zumindest nicht trainieren. Ja doch, hier sollte Calimera vielleicht nochmal heilen. Level 30 hat sie ja fast. Und dann kann ich die anderen beiden, die anderen noch trainieren, die mir noch nicht draufgegangen sind. Ist natürlich jetzt wirklich blöd. So. Mit dir will ich auch noch kämpfen. Wir gehören zum Mimikry-Zirkel. Wir ahnen nach, was du machst. Ist mir egal. Ich ahme dir mal nach, was du machst. Falls du was zum Nachahmen hast. Rachel, okay. Billy. Scheiße. Okay, wie gut kommen wir mit Triplette an? Ich glaube nicht allzu gut. Ich versuch's mal. Nee, es ist wirklich nicht effektiv. Es... Aber trotzdem, dafür war es paralysiert. Vielleicht wäre es doch besser, gerade zu wechseln, oder? Wisst ihr was? Ich versuch's mal mit Stahlflügel. Obwohl, erstmal muss ich abwarten, dass es sich hier gerade auch, ja, wieder heilt. Was mir überhaupt nicht gefällt. Ja gut, ich glaube Stahlflügel ist die bessere Wahl. Definitiv. Damit kommen wir am besten durch. Ich frage mich nur, wie lange wir noch brauchen werden, bis wir die 6. Arena erreichen. Das wird wohl noch etwas dauern. Aber egal. So, Stahlflügel. Und tschüss. So. 1000! Uiuiui. Okay, dann haben wir fast schon das Level 30 für Calimera erreicht. Upsi, ich habe verloren. Ja, und Dankeschön fürs Geld. Haben wir hier noch einen Trainer, den wir mitnehmen können? Boah, da ist ein Pokéball. Gut, gehen wir durch. Da ist noch einer. Bandsticker.
Okay. Ist das vielleicht für Geister-Pokémon? Ja, Tatsache. Geben. Ist zwar besiegt, aber Alex Killer kriegt's trotzdem. Wunderbar. War meine Vermutung ganz so richtig. Hier sind sogar zwei Trainer, sehe ich gerade. Ja gut, Calimera ist noch nicht ganz so angeschlagen, also machen wir das. Ich weiß nicht, wer ich... du weißt nicht, wer ich bin, stimmt's? Aber ich kenne dich auch nicht. Lass uns kämpfen. Ja, einfach mal mit fremden Leute ansprechen. Ey, lass uns kämpfen. Auch wenn ich dich nicht kenne. Noch nicht mal deinen Namen. Obwohl, jetzt fände ich ihn heraus. Cristiano. Auch wenn es nicht dein richtiger Name ist. Scheiße. Macago, das ist gerade bescheiden. Ja, das ist richtig bescheiden. Obwohl, Stahl, ich glaube, ist aber trotzdem nicht effektiv. Es ist neutral. Okay, da geht's ja noch. Ja, dann machen wir dieses Macago wirklich, Macago wirklich noch kaputt mit Calimera. Wir brauchen momentan wirklich ganz gut die Level-Ups. Schade nur, dass ich wieder ein Pokémon verloren habe in diesem Part. Das gefällt mir gar nicht. Dass ich das Pech dann jetzt gerade hier habe. Okay. So, der nächste Angriff reicht. Reicht sogar fürs Level-Up? Ich hoffe. Yes, wunderbar, Level 30. Gut, dann kann ich jetzt sogar wechseln, wenn entsprechend ein Inkognito auftaucht. Okay, können wir trotzdem machen. Adventure Homes hat ja auch fast Level 30. Gut, dann bist du der Nächste. Du darfst jetzt ein etwas schwächeres Pokémon angreifen. Ein Y ist das, oder? Sieht für mich aus wie ein Y. Die Inkognitos sind ja in vielen verschiedenen Buchstaben zu finden. Falls ich ja noch wilde treffen sollte, muss ich ja meinen Namen buchstabieren. Das kann auch lustig werden und Zeit fressen. Ja, Kraftreserve ist die einzige Attacke, die dieses Spiel überhaupt drauf hat. Sonst muss man auch diesen Pokémon sozusagen TMs oder VMs beibringen. Also ich finde es ziemlich lustig, ein Pokémon wirklich in Buchstabenform zu bringen, aber es ist halt nicht besonders stark und so ist quasi auch nur so ein, ja, Gimmick-Pokémon. So, wir tauschen einmal. Calimera, du hast jetzt erstmal genug gekämpft. Jetzt ist Adventure Holmes dran. Du sollst auch noch Level 30 kriegen und dann ist Eagle dran. Damit ich wenigstens alle so auf etwa gleichen Level habe. So trifft man sich. Meine Käfer-Pokémon leisten dir Gesellschaft. Und du hast keine Käfer-Pokémon. Und warum? Du bist doch nicht mein Käfersammler. Obwohl, bist du. Okay, sah erst noch nicht so aus. Stacy! Ein Draschel? Ausgerechnet ein Drache. Ausgerechnet ein Drache! Okay, kann ich dich beißen? Ja, kann ich. Sieht sogar mäßig viel ab. Oder soll ich... Nee, Surfer bringt damit nicht viel. Ich meine, Wasser bringt nicht viel gegen Drache. Wir machen mal Stärke. Also bis war jetzt wirklich deutlich stärker. Ja, wenn auch nur minimal, aber trotzdem. Es hat mehr abgezogen. Ist jetzt scheißegal, was wir machen. Wir machen es auf jeden Fall kaputt. So, weil Adventure Homes hungrig ist, würde ich sagen, weiß ich noch einmal. So, perfekt. Und das ist Level 30 für Adventure Homes. So, jetzt ist Siegel dran. Lidian, ist jetzt nicht gerade die beste Wahl. Trotzdem, Eagle hat ja noch eine andere Attacke. Wir machen es einfach mal so. Wir zerschneiden das Lidian. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit jetzt kommen. Also wie viel das jetzt abzieht. Dieser Regen stört auf die Dauer, wisst ihr das? Deswegen bin ich froh, wenn ich hier raus bin. Na, okay. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich auch zerschnippeln. Dass jetzt die Verteidigung auch noch erhöht, gefällt mir auch nicht. Okay, das kann lustig werden. Ja, trotzdem ein Volltreffer, sehr schön, okay. Dann dürfen wir das Problem auf jeden Fall gleich gelöst haben. Mit dem nächsten Treffer, das dürfte reichen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und das reicht. Es überlebt also nicht nur mit 1 KP, nein, ein Formio. Okay, lassen wir Igel auch noch drin. Ah ja, jetzt wird sogar seine Form ändern.
Ja, die Regenform. So. Ja, bei dir können wir sogar Rasierblatt machen. Du bist ja normal Pokémon. Du änderst ja nur deine Form anhand des Wetters. Und deswegen kannst du jetzt einfach mal Hagelsturm. Und veränderst deine Form zur Windform? Okay. Jetzt haben wir anstelle von Schneehagel. Reicht schon, dass wir in April so ein Scheißwetter haben. Jetzt brauche ich in diesem Spiel eigentlich nicht auch noch so ein Wetter, aber gut. Wenn du meinst. Hier macht mir Gott sei Dank nichts. Ja. Jetzt sind wir alle Formen von Formio, Leute. Das schafft man auch selten in einem Part. Ich glaube, das sind jetzt alle Formen gewesen. Naja, tut mir leid, Formio, aber jetzt muss ich dem Ganzen ein Ende setzen. Also, Rasierblatt. Ja, und es verändert tatsächlich dadurch dann sein Typ. Okay, das habe ich wirklich auch vorher noch nicht wirklich gewusst. Gut zu wissen auf jeden Fall. Dass es dadurch dann auch sein Typ ändert. Aber trotzdem, dass es dadurch wirklich nur solche Attacken drauf hat, aber so kann man Formio nach Belieben, nach dem machen, was man haben will und Formio dann bestimmt noch andere Attacken durch TMs und so beibringen, aber trotzdem ist es halt auch recht nutzlos. Die Wünsche werden uns nie getroffen. Tut mir leid, aber du warst da so verlockend. Warum jetzt schon? Okay. Ich dachte, das wäre erst ab Level 36 oder so, so weit. Gut, wir haben jetzt schon einen Tyrakrok. Ich meine ein... Doch. Nee. Impergator war es, Mann. Ja, wunderbar. Haben wir Adventure Home schon zur letzten Entwicklungsstufe gebracht. Wollen wir nochmal kurz die Statuswerte ansehen? Bericht will ich haben, genau. Erhöht Wasserattacken in Not, okay. Naja. Ich denke mal, wir können uns damit zufrieden geben. Ja. Würde ich sagen, wir lassen es so. Ja, können wir auch nicht ändern. Aber wir geben uns damit zufrieden. So, Igel, du bist der Nächste, der jetzt hochgelevelt werden soll. Jetzt will ich aber hier nichts wie raus aus dieser Wiese. Hier machen wir jetzt lang genug drin. Okay, was kommt jetzt? Ein Mogelbau. Gut, ich würde sagen, das können wir mit Igel sogar platt machen. Da könnte vielleicht auch sogar Rankenhieb für reichen. Tut mir leid, Mogelbaum, aber wir machen es kurz und schmerzlos. Nee, es reicht nicht, okay. Von mir aus, was auch immer du mit Rankenhieb anstellen willst. Aber ich glaube, ich habe die Animation von Mimikry bisher noch nie in dieser Generation gesehen. Das sah interessant aus auf jeden Fall. So, Level 29. Bald haben wir es geschafft. Okay, hier haben wir ein Haus. Was haben wir hier? Okay, nur Möwen. Also sprich, nur Windgeins. Es soll eine Höhle geben, die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? In Videospielen immer. So. Ich dachte, fliegen könnte man, indem man viele Vogel-Pokémon fängt. Sie zusammenbindet und sie dann dranhängt. Sich dann dranhängt. Aber es gibt tatsächlich eine Faule, die Fliegen heißt. Wenn ich das doch nur eher gewusst hätte. Ja, ich meine, man kann es ja probieren. Ja, aber wohl doch noch einen recht weiten Weg vor uns. Oh je. Wo sind wir denn gerade? Da ist er. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende diesen Part hier aber erstmal. Im nächsten Part werden wir hier diesen Weg weiter durchschreiten und hoffentlich dann irgendwann ein Ende finden. Kann ein Pokémon Geheimpower an einem Berg und vom Gras einsetzen und eine Geheimbasis einrichten? Bisher kann es noch kein Pokémon. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht beibringen. Aber wie gesagt, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, auf Wiedersehen!